Jojojojo, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu Elektroshock Q&A. Diesmal aber in einer Special Edition, weil ich muss mich jetzt auch wirklich beeilen, weil das Gute ist, Katha duscht immer extremst lange. Aber trotzdem haben wir nicht ganz so viel Zeit. Und zwar geht's heute darum, ich werde Katha innerhalb des Videos pranken. Also es ist jetzt heute dieses Mal so übertrieben viele Dimensionen. Und das Geile ist, ich habe mir Juckpulver gekauft. Und Katha legt ihre Klamotten immer super ordentlich neben der Dusche, also neben die Dusche, sodass sie quasi rauskommt und sich alles nacheinander schön anziehen kann. So, ne? Ganz klar. So, jetzt denkt mal nach. Juckpulver, Klamotten von Katha. Genau, der perfekte Streich. Nicht nur ich, sondern ihr werdet jetzt gleich auch sehen, wie lange Katha braucht, um herauszufinden, dass in ihren Klamotten Juckpulver ist. Also Freunde, viel Spaß. Gebt eure Tipps ab, wie lange Katha braucht, in die Kommentare. Viel Spaß! Katha, ich putze kurz Zähne, aber ich nehme jetzt Zahnbürste und so eben raus, ja? Ja, ja, die blaue ist von dir. Bitte? Die blaue ist von dir. Okay. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ein Video von uns, ja, ist doch klar, dass es von uns ist. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Elektroschock Q&A. Wirklich? Wissen die auch, dass es ein neues Video ist? Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute spielen wir einen neuen Teil Elektroschock Q&A. Ey, selbst wenn wir irgendwann so krasse Kameraleute und krasse Schnittmenschen und so uns leisten können, die das alles für uns machen, trotzdem bleibt es bei diesem Q&A. Find ich schöner, Ich hab mir gefallen, das wäre jetzt so krass animiert und so. Ja, hätte ich keinen Spaß dran. Dafür brauchen wir natürlich, dafür fehlt uns etwas noch, nicht wahr? Ja, der Spiegel. Unser Lügendetektor! Wer den ersten Teil noch nicht kennt, dieses wunderschöne Gerät entscheidet, ob wir lügen oder nicht. Jetzt müssen wir das alles noch kalibrieren und dann geht's los! Warum mache ich das denn immer wieder, Alter? Was? Oh, dieses Spiel! So schnick, schnack, schnuck, wer anfängt. Alter, ich hab da so gar keinen Bock drauf. Das ist unglaublich. Ah! Ich will nicht! Schnick, schnack, schnuck. Nein! Nein! Come on, come on. Gib mir die erste Frage. Hast du als Volljähriger schon einmal woanders hingekackt als in die Toilette? Deshalb habe ich dich das nicht letztes Mal schon gefragt? Das habe ich dich letztes Mal schon gefragt. Nee. Ja, doch. Aber ist ja okay, ist ja okay. Muss jetzt überlegen? Du hast da, glaube ich, mit Ja geantwortet. Ja, ich weiß, sagst, was du ja, ich muss da kurz überlegen. Ich kacke jetzt nicht so regelmäßig in Perke. Ich auch nicht. Du hast es gerade so dargestellt, als wenn ich oft in Kack. Oh Gott. Kack. Nein, habe ich noch nie. Immer auf Toiletten. Nein! Ah! Nicht ans Schwimmen. Ah! Wer hat sich dieses Monstrum denn ausgedacht, Alter? Oh, Alter Schwede. Gibt es jetzt schon Mücken? Warum? Ja. Ob ich da wirklich durch? Nee. Nicht? Nee, hast da keinen Mückenstich. Juckt aber. Ja, nicht kratzen.
Riechst du manchmal an deinem Furz und denkst dir, lecker? War vor allem, lecker. Klar, dann sitzt sie so zu Hause so, lecker. Nein. Nein. Die Antwort hat aber ganz schön lange gedauert, ne? Warum machen wir denn so eine Kacke? Vor allem. Warum können wir nicht einfach irgendwelche Beauty-Produkte vorstellen oder sowas? Gott! Oh, aber diesmal ist heftiger als beim letzten Mal, finde ich. Bei mir ist diesmal heftiger, ja. Definitiv. Findest du die Erleichterung nach dem Sex oder nach dem Kacken besser? Stopp! Ey, das ist eine schwierige Frage. Okay, ja. Nach dem Sex. Findest du besser als nach dem Kacken? Das ist beides schon echt entspannt. Oh Gott, sag einfach was. Nach dem Sex ist entspannter. Okay. Help! Ich hab vorher schon ein bisschen losgelassen. Ich weiß, es gibt Beine, ich konnte es nicht aushalten. Wow. Kannst du dich ausmachen. Okay, kein Problem, dann leg deine Hand jetzt bitte nochmal drauf. So, herzlich willkommen zur zweiten Frage. Hast du schon mal jemanden geschlagen? Nein. Mit der Faust oder der flachen Hand, das ist egal. Dich schlage ich öfter, aber nur Spaß. Niemanden aus Gewalt oder so. Niemanden aus Gewalt geschlagen? Auch noch nie eine Backpfeife gegeben. Und meine Hand elektrisiert sich immer. Sag doch jetzt. Nein, hab ich nicht. Man merkt es vorher schon. Hier war doch mal, wo ist denn die Beleuchtung davon? Hast du schon mal etwas Teures kaputt gemacht und dem Besitzer nichts davon erzählt? Wenn ja, dann kannst du gleich Reue zeigen und es erzählen. Hm? Ja, hast du? Ich helfe diesen Stromschlag nicht. Ja! Meine Ex-Freundin, ihr Teppich im Wohnzimmer, sehr, 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 sehr unverhältnismäßig teuer. Und was habe ich da nochmal drauf? Ich glaube Rotwein oder sowas. Der Teppich war weiß. Und ja, Fujikato Teppicho. Ja. Ja, gab es einen fetten Fleck, aber ich weiß auch nicht mehr, ob wir das dann wieder richtig sauber gekriegt haben und. Aber es war ein Heckmeck. Auf jeden Fall, ich hab's nicht erzählt. Dass du das warst. Ja, meine Ex wusste es, aber die Mutter nicht. Achso. Ich habe auch schon mal mit 12 einen Stein aus Versehen in ein Autofenster geworfen. Aber wollte ich nicht, ich wollte einfach nur gucken, wie weit ich werfen kann. Okay. Ja. Ich bin nochmal anscheinend. Achso, ja, ach nein. Hast du schon mal etwas... Ja, machst du die ganze Zeit? Ich juck mich. Was? Es juckt mich. Bist du dir sicher, dass da kein da unten, da mit mir steht? Nein, da ist nix. Hast du schon mal etwas geklaut? Abgesehen von dem Geld deiner Eltern. Ach. Abgesehen von dem Geld deiner Eltern. Ja. Ja? Ja. Ich war eine diebische Elster früher. Ah, yeah, baby. Aber oh, jetzt langsam stehe ich drauf, Alter. Oh mein Gott. Ich schwitze wie ein Schwein. Was hast du geklaut, Alter? Das war in sehr jungen Jahren, in Paris, da bin ich an zwei Straßenständen vorbeigegangen und ich fand diesen Kick absolut geil, was zu klauen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich war super, super, super jung. Und dann bin ich an den Straßenständen vorbeigegangen und sehr easy, einfach zack genommen. Aber, das ist wichtig, das ist jetzt auch nicht gelogen, weil ich jetzt mich jetzt irgendwie hier wieder gutreden will. Ich hatte dann irgendwann ein super, super schlechtes Gewissen, so nach einer Viertelstunde. Und bin dann wieder, also ich bin dann im Straßenstand vorbei, Viertelstunde in die Richtung. Und
Dann bin ich eine Viertelstunde wieder zurück, um das wieder an die Stände zu bringen, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte. Das war richtig, richtig peinlich. Ja, bitteschön, du bist dran, meine Liebe. Das Video können wir eigentlich nicht hochladen. Warum? Ich hab Flöhe oder so. Das finde ich die ganze Zeit krass. Ja. Ja, aber was ist denn dein scheiß Problem? Ja, wenn es juckt, dann juckt er. Dann kratzt man auch. Also die Frage kommt 1:1 von einem unserer tollen Follower. Guckst du dir mich manchmal an und denkst dir, boah, geil. Dich? Ja. Warte mal, ob ich mich angucke oder dich? Mich? Ja, manchmal denkst du schon, geil. Ich dachte jetzt einen Schlag. Oh. Wenn du so machst und dann schon weg willst und da immer noch mal gegenschlägst, Alter, noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer. Oh mein Gott. Geil, Alter. Oh. Findest du mich also geil? Nö, hast du ja gesehen, ich hab gelungen. Ach so, stimmt. Oh. Scheiße. Und hör jetzt auf, dich die ganze Zeit zu jucken, bitte. Ich bin schon super nervig. Wenn es irgendwo juckt, dann denkst du die ganze Zeit, es juckt schon überall. Siehst du das? Juckt es jetzt auch unter deinen Achseln? Ja, überall. Okay, jetzt. Mach. So, bereust du deine letzte Beziehung? Ich muss das mal machen. Aha, okay. Nein. Du darfst nicht, jetzt gebe ich dir wirklich einen Tipp von Herzen. Ja. Du darfst nicht, wenn du da schon den Schlag gekriegt hast, dann nochmal gegenkommen. Ja, das ist noch viel schlimmer als der eigentliche Strom. Zu mir ist weh. Ja, da darfst du nicht. Du brauchst deine Beziehung nicht. Nein. Das ist schön. Naja, der Lügendetektor sagt was anderes, aber. Das muss ich noch schneller machen. Warum denn? Nacken, ja, was hast du jetzt Nacken, vor? Weil was bringt dir das, wenn wir es schneller machen? Bist du mit deinem Penis rundum zufrieden? Ja. Echt? Ah! Oh, geil, Alter. Das ist wie so Achterbahnfahren. So hoch, 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 hoch. Und dann ist es irgendwann geil, Alter. Ist das echt geil? Oh. Das Ende ist dann geil, wenn du es gerade rausziehst, dann so, oh. Aber klatscht aber nochmal so. Huh, ach, ich dachte, wo ist er nochmal? Oh Gott. Was touchst du dir denn die ganze Zeit? Hörst du jetzt mal auf damit? Das ist super. Hast du Krätze oder sowas? Au. Verstehst du Krätze, der so heißt? Aber dann habe ich das doch am ganzen. Ich muss mal gucken. Sieht schon ein bisschen nach Krätze aus, ehrlich gesagt. Guckst du regelmäßig Pornos? Schatzi, du legst deine Finger mal ein Stück weiter vor, ne? Ja, nee, das war zu kurz. Katha! So. Mann! Also, guckst du regelmäßig Pornos? Nein! Die regelmäßig Pornos gucken. Ist halt nicht mehr als einmal am Tag. Also ist ja keine Regelmäßigkeit drin. Bitch, please. So, komm, heil. Das ist jetzt ein Entweder-Oder der wundervollen Art. Das ist sowohl sehr, sehr schön, weil Katha kann nur reinscheißen. Bei irgendeinem kann sie nur reinscheißen. Ich mach's direkt. Du musst ganz schnell entscheiden, okay? Nein. Doch, du musst Nein. ganz schnell. Das ist nicht schwer. Tut mir weh. Beruf oder Studium? Beruf oder Studium? Lass deine Finger drauf. Lass deine... Katha! Was passiert denn hier? Leg deine Hand jetzt bitte da rein. Schnell, bevor es kaputt geht. Nein! Du musst... Beruf. Du kriegst was Softes zum Abschluss. Nee, zum Abschluss meiner Ich kann es auch richtig reinscheißen, ist mir so egal.
Was wird das? Das ist super ekelhaft, Katar. Ich hasse Füße. Das, hör auf damit! Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Nee, Mann. Das kannst du doch nicht machen. Sicher? Digga, hast du mal. Digga! Das ist genauso wie du. Kriegst du jetzt halt nicht die nette Frage. Wurdest du schon mal bei einer Szene feucht? Ab dafür jetzt. Nein. Mach an, nein. Nein? Nein. Dass man nicht eine Lüge ist. Wenn ich auf dir liege, kriege ich. Ja, du hattest ja schon mal mit anderen Sexszenen. Wenn ich mit Adonis eine Sexszene hätte, wäre ich ja auch mal meine Hose wäre ein Ozean. Name? Bei Adonis wäre deine Hose ein Ozean. So, komm, Abfahrt, nächste. Hä? Sind wir nicht fertig? Ich, du, ich. Du. Wir sind fertig! Das waren die letzten zwei Fragen zum grünen Abschluss. So, mal überlegen, ob es irgendwas Specialiges gibt in dieser Folge. Deine Nase dran. Das war's mit dem Video, Freunde. Schaltet ein beim nächsten Mal. Ich bin weg! Also willst du mich verarschen?